Die letzte Folge von Temptation Island hat mit einem Lagerfeuer aufgehört, deswegen fängt die neue Folge wieder mit einem an. Wie immer findet ihr natürlich unten einen Link zu TV Now, wo ihr euch die Folgen komplett anschauen könnt. Jetzt gucken wir mal rein, was Roxy so für Bilder bekommt. Wie geht's dir? Ach, ganz gut, danke der Nachfrage. Ist ein bisschen früh, bin noch ein bisschen... Stimme ist noch nicht ganz wach, aber sonst gut. Ich habe höllische Angst vor dem, was ich vielleicht jetzt sehen werde. Denn die letzten Male waren ja die Lagerfeuer schon nicht so, wie Roxy sich das erhofft hat. Er gibt weiterhin Gas. Das klingt gut. Angela. Ich glaube, die Kelvin steckt auf jeden Fall am meisten in der Scheiße drin. Ja, Ludwig oder Kelvin, weiß ich nicht. Bin mir noch unsicher. Wenn die Roxy Bilder zu sehen bekommt vom Pipi-Mann, vom Kelvin, der so steht. Roxy is not amused. Ein stehender Pipi-Mann. Roxy bekommt Bilder zu sehen, wie Kelvin und Sanja im Bett liegen und der Eiswürfel ausgetauscht wird. So weit bin ich nie gegangen. Noch nicht. Kann sich Roxy denn vorstellen, dass sie zu zweit aus dieser Sendung überhaupt wieder rausgehen können? Im Moment würde ich diese Frage offen lassen. Ich habe noch Bilder für dich. Bitte nicht, Angela, bitte nicht. Ich meine schon, ja, bitte. Für meine Sicherheit, für mein Gefühl würde ich es gern sehen, auch wenn ich es eigentlich nicht will. Für meine persönliche Sicherheit. Also er hat jetzt keine Grenze überschritten, die mir wirklich zu weit geht. Ich verstehe immer die ganze Zeit, er hat jetzt keine Grenze überschritten, aber ich glaube, sie sagt gerade eine Grenze überschritten, die mir persönlich zu weit geht. Warum würde sie nämlich sonst weinen, oder? Ekel mich wirklich und ich schäme mich für Kelvin. Ja, ich muss sagen, es ist halt nichts Neues, was wir hier zu sehen bekommen. Also es ist der Kelvin, den wir auch letzte Staffel kennengelernt haben, oder? Und ich hoffe, dass ich dir auch mal andere Bilder zeigen kann. Hoffen wir das nicht alle irgendwie? Irgendwie auch nicht, ganz ehrlich. Das ist doch wohl menschlich, oder? Ich frage mich, ob Roxy die letzte Staffel rückblickend nochmal angeguckt hat. Er hat mich nicht verdient. Weil die beiden sind ja dort erst zusammengekommen. Und jetzt ist aber schon wieder quasi vorbei, oder? Ich fühle gerade nichts mehr vor ihm. Außer Wut. Hass auch. Habe ich gesagt, er hat für mich jetzt meine Grenze überschritten. Okay, da habe ich schon wieder nicht verstanden, was sie gesagt hat. An der Aussprache. Oder ich muss einfach besser zu... Vielleicht habe ich auch was mit den Ohren. Aber ich war eigentlich erst letztes Jahr bei der Ohrreinigung. Deswegen weiß ich nicht. Scheiß auf dich. Ist so. Und als nächstes bekommt Steffi Bilder zu sehen. Ich habe es mir leichter vorgestellt, als es ist. Ich glaube, die beiden haben wirklich gedacht, so, sie gehen da rein. Bisschen Cash, bisschen Fame und gut ist. Und dass es eigentlich nichts geben würde, was deren Beziehung erschüttern kann. Aber mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich vielleicht nicht die Frau für ihn bin, mit der er sich den Rest seines Lebens vorstellen kann. Denn Julian hat ja des Öfteren in den letzten Interviews Lagerfeuers betont. In den letzten Lagerfeuer. Komisch. Betont, dass er auf jeden Fall Kinder haben möchte, sie ja nicht. Ich kann mir nur mit ihm den Rest meines Lebens vorstellen. Hören wir doch mal rein, wie es dem Julian geht. Mein größter Traum war nicht zu heiraten. Mein größter Traum war auch nicht eine tolle Frau zu werden. Mein größter Traum war einfach Kinder zu haben. Denkt ihr euch, jetzt geht das schon wieder los? Wartet mal ab. Ja, dann kam halt Steffi in meinem Leben. Und alles hat sich verändert. Das ist so krass bei mir. Ich liebe diese Frau so sehr. Ich werde auch auf Kinder verzichten. Süß. Das ist schon eine harte Nummer. Die ist mir wichtiger. Also ich bin so glücklich. Und wenn sie sagt wirklich, sie will keine Kinder, dann wäre das auch okay. Schön, Leute. Es gibt ein Happy End. Früher ist sie mir direkt ins Auge gestoßen. Das war so eine Maus, die hat einfach so gestrahlt. Alles so sehr, sehr natürlich. Aber es hat mir gut gefallen, ganz kleine Brüste und so. Das nächste Thema, das ausgepackt wird. Diese OPs habe ich manchmal das Gefühl, auch wegen mir gemacht. Sie wollte dem Julian gefallen. Aber ich habe gesagt, ey Schatz, du bist viel, viel mehr. Du bist wunderschön, so wie du bist. Für mich brauchst du das nicht mal. Der liebt die echt sehr, ne? Ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie nicht gut genug zu sein. Steffi, du bist gut genug. Ich weiß, du magst es nicht, aber du musst es lernen. Hat sie aber auch selber gelernt. Es war ein heftig langer Prozess, dass ich irgendwie geschafft habe, mich so zu nehmen, wie ich bin. Und das war auch durch ihn. Was eine tolle Beziehung, oder? Es ist doch super, wenn es so sich entwickelt hat. Das ist auch der Grund, warum ich ihn auch so sehr liebe. Ich liebe euch beide auch so sehr. Du bist als Mensch liebenswert und nicht wegen dem, was du äußerlich hergibst. Das ist irgendwo ja auch nur eine Hülle. Eine sehr schöne Hülle, die sicherlich auch vor den OPs schon sehr schön war. Das braucht auch manchmal. Ich glaube, gerade auch so Teenager, junges Erwachsenenalter, das ist so eine Zeit voller Unsicherheiten. Der Körper verändert sich, aber vielleicht nicht so, wie man sich das wünscht oder vorstellt oder bei anderen sieht oder im Fernsehen sieht oder auf YouTube oder Instagram oder Face-Filtern sieht. Und das ist dann, glaube ich, so eine Phase, wo man dann schnell nicht mehr so zu sich selbst finden kann. Und das ist natürlich toll, wenn man einen Partner hat, der einem dabei hilft. Dieser Mann liebt dich
Und er hat Zukunftspläne mit dir, ob mit oder ohne Kinder. Scheiß auf die Kinder. Er will dich einfach heiraten, Ende im Gelände. Geil. Das Lagerfeuer ist vorbei, aber der Abend noch nicht. Aber ihr geht jetzt nicht alle ins Bett, ne? Nee, wir machen Party, oder? Ich geh jetzt saufen. Geil, yo. Also ich kann mir jetzt die Birne wegschießen, ich muss heute nicht mehr hierher. Nee, du brauchst kein Interview mehr machen. Kannst jetzt los. Viel Spaß. Also, Steffi und mir geht es gut. Jasmin erklärt die Situation. Julia und Roxy geht es nicht gut. Diese bitte nicht darauf ansprechen. Wollen wir feiern? Okay. Kann dir nur sagen, dass die eingeschlafen sind und die Frau unterm Arm. Mit einer Frau im Bett. Hat ein Live-Porno gehabt. Quasi ein Live-Porno. Das ist okay, wenn er mit anderen Frauen im Bett liegt, zu. Das war ein Live-Porno und es geht gar nicht mehr. Das ist sehr schnell passiert, oder? Sie wurde bloßgestellt. Mario analysiert die ganze Situation. Die Fassade ist jetzt schon gebröckelt. Ich dachte, ja, vielleicht schafft das noch 2 Tage, aber da ist halt einfach ein Lappen. Er ist kein echter Löwe, so wie Mario. Das Vertrauen ist komplett weg. Ach, schade. Der Julian, der setzt sich jetzt erstmal zu Erik, Annabelle meine ich, und Finja und erzählt ein bisschen was. Meine Freunde sagen, oder Leute sagen außenstehend, ey, geht dir das nicht auf die Eier, so 24 Stunden lang immer mit Steffi und so. Das könnte ich auch überhaupt nicht mit einem Partner 24 Stunden aufeinander hocken. Das wäre überhaupt nicht mein Ding. Ich genieße jede Sekunde mit ihr, wirklich, das ist krass. Manche Leute können sich das nicht vorstellen, aber dank Corona haben sie entweder gelernt, dass es doch funktioniert oder halt nicht. Liebe wird jeden Tag stärker. Das ist schön. Also ich glaube, wenn man 24 Stunden in einer Beziehung ist, dass es auf jeden Fall nicht immer leicht ist, weil man muss ja auch ein bisschen raus und auch mal für sich sein. Ja. Manche sind aber gerne auch zu zweit. Aber natürlich, ich glaube, in jeder Beziehung gibt es auch mal Momente, wo man mal kurz ein bisschen Abstand braucht. Aber ich habe eine große Wohnung, ist kein Problem. Wo sind wir denn hier? Also, das ist doch logisch. Jetzt wird's aber schlüpfrig. Sexfantasie und so kennt die nicht. Was bedeutet das? Also, wir haben wenig Sex und so, gell? Ich bin schon ein bisschen so komisch in der Hinsicht, oder? Ja. Kann man wohl sagen. Also zumindest, dass du so rumplauderst. So am Anfang der Beziehung hatten wir natürlich Offsex und so. Mittlerweile ist das echt selten geworden. Also wirklich selten, selten, selten geworden. Bedrückendes Schweigen bei Annabelle, denn sie ist nicht erregt. Aber das basiert so auf einer anderen Ebene bei uns. Und so ist es ja auch, ne? Am Anfang, da ist man verliebt, da ist man wie die Kanickel. Und vielleicht dann irgendwann nicht mehr so krass. Es gibt bestimmt auch Beziehungen. Bei Couple Challenge haben wir doch gelernt, dass Siri und Davide, dass Siri jeden Tag tatsächlich Sex haben möchte. So, das gibt es auch. Solange die beiden in der Beziehung glücklich damit sind, ist es alles in Ordnung. Heute ist Adam sucht Eva Party. Das heißt? Nur ein Hauch von Busch verdeckt uns. Ein Hauch von Busch. Wie hier. Wie Gott uns geschaffen hat. Der Gott, der hat sich auch nicht gedacht, dass er immer bei Temptation Island vorkommt, oder? Aber die Party soll nicht lange währen, denn jetzt ist es schon wieder Zeit für Temptation. Scheiße einfach. Sorry, Calvin, hier kommen aber gleich die ersten Bilder von Roxy. Bei Jay, schwierig zu sagen. Ja. Der macht nur Show hier. Nee, also er macht definitiv keine Show. Nee, also. Ist ihm doch wahrscheinlich egal, wer von uns Mädels. Nö, er will dich. Nee, liebe Roxy, jetzt wo ich drüber nachdenke. Nee, er will nur dich. Findest du ihn gut? Was fragst du mich das? Ja, weiß nicht, kannst du ja sagen. Entschuldigung, also ich bin vergeben. Hallo? Hallo, ich hab doch eine Freundin. Ich hab einen Freund. Klar, das ist ein toller Typ so, ne? Ja. Was sagt Calvin zu dem Gespräch? Morgens nur der Tag, ich denk oft auch nach, wenn ich morgens aufstehe und so. Morgenstund hat Gold im Mund und bei Calvin auch Gedächtnis an. Supi. Ich muss auf jeden Fall überlegen, dass ich vielleicht meine Taktik ändere und dass ich vielleicht etwas anders vorgehe. Sanja probiert es ein bisschen emotionaler. Wir machen nichts, was du nicht meinst. Okay. Natürlich nicht. Nein, werter Herr. Versuchen wir es doch mal auf die emotionale Ebene. Und wie klappt das so? Merke ich aber, dass er mir aber auch sehr gut gefällt. Also es ist nicht nur ihr Job als Verführerin, sondern das mehr. Alles. Erst der Schmuck, dann mein Herz. Dann die Seele. Die Seele. Also die Seele rauben finde ich schon ein bisschen viel. Das Ding ist, mein Herz kriegt man nicht leicht. Ich bin keiner, der sein Herz, der sich schnell verliebt. Das finde ich spannend, das Thema. Irgendwie Calvin, dass er sich überhaupt verliebt. Und wie ist Calvin in einer Beziehung? Das ist für mich ein großes Rätsel. Auf ein neues Kapitel. Gut, bei den Frauen wird erstmal gefeiert. Musst du sagen. Und ich sag mal so, Roxys Augen werden auch nur noch kleiner. Ja, sehe ich auch so. Dass ich im Moment einfach nur wütend und
von ihm angewidert bin. Wenn er vor mir stehen würde, würde ich ihn nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Kneifzange. Ich dachte, sie muss kein Interview mehr machen. Gut, jetzt, wen sie aber schon mit der Kneifzange oder auch mit dem Mund berührt, das ist der Jay. Hast du nicht gemacht. Wer ist eigentlich dieser eine Typ im Hintergrund, den sich auch zum ersten Mal, der denkt sich auch so, ja geil, einfach bezahlter Urlaub, bisschen saufen, geil. Auf jeden Fall, was ist hier gerade passiert? Danke, dass du mir was abgenommen hast. Ja, ne? Ich glaube, sie hat gerade was von ihrem Getränk in seinen Mund getan. Ja, wir trinken ganz gerne zusammen. So kann man es auch ausdrücken. Jay hat absolut super die Sache aufgenommen. Noch gar nicht die Situation ausgenutzt, sondern es ist einfach... Der hat super aufgenommen, also auch oral. Ich habe dann auch seine Hand genommen, das hat mich beruhigt und er war einfach anwesend. Und das ist, was die Roxy jetzt gebraucht hat, ein bisschen Halt. Aber ich schaue so, die Kamera und so. Okay. Aber euer Mikro ist trotzdem noch an. Das ist nicht so schlimm. Das ist echt kein Problem, Leute. Sie hat ja ein Kleid an. Hat sie sich das so rum ausgezogen? Hat sie es so rum... Ist geil da reingeschnitten worden? Und jetzt hören wir knutschen oder Erleichterung nach dem Pipi machen, ich weiß es nicht. Ist vor mir noch. Oh. Na ja, wegen den Kameras. Fürs Bild ist schlauer. Die Roxy, die macht das auch nicht zum ersten Mal, ne? Ich lieg hier und du liegst da, wo du jetzt liegst. Ja. Ist das in Ordnung? Das ist vollkommen in Ordnung. Gute Nacht. Ich habe einfach nur jemanden neben mir haben wollen. Ja, es ist okay. Ja, und ein bisschen kuscheln ist ja auch okay, oder? Im Bett so ein bisschen Löffelchen hat dir dann auch gut getan. Ja, das Löffelchen wurde dann auch mal umgedreht. Popo-Grabscherchen, auch in Ordnung. Der nächste Morgen, wie sieht der aus? Ja, eigentlich ist gar nichts gewesen. Im Endeffekt ist er einfach nur neben mir eingeschlafen. Im Endeffekt? Ja. Das ist brutal, was wir da gesehen haben. Das übertrifft alles, was Temptation Island bisher aufgefahren hat. Ich muss sagen, es ist wirklich, die Staffel hat es wirklich in sich. Aber ja, es ist voll schön, neben ihm einzuschlafen und Sam Bett ist auch mega bequem. Ich glaube, dass das auch ein guter Ansporn ist, weil ich glaube, die VerführerInnen, die schlafen alle in so Jugendherbergstil, also sehr viele Betten in einem Zimmer. Und es ist bestimmt auch nicht so angenehm, sich mit so vielen Leuten das Zimmer teilen zu müssen. Und wenn man mit Kelvin schlafen kann, hat mein großes Bett, ist schön bequem, nur er ist dabei. Toll. Ich sag dir, sei, Roxy ist bei mir leider unten durch. Ja, Roxy. Sei, Roxy, weil ich das gesehen habe, deswegen hau raus. Gönn dir. Das finde ich auch interessant, wie unterschiedlich die Auffassungen hier sind. Klar, Roxy lässt jetzt auch mehr zu, aber also, das ist doch nicht, erstens sollte es kein Wettbewerb sein und zweitens, wenn es einer wäre, wäre Kelvin trotzdem auf jeden Fall gleich auf, wenn nicht sogar vorne. Wo sind wir denn hier? Also das ist doch logisch. Guck mal, wer weiß, was die von mir gesehen hat. Ja, aber der hat aber keine knutschenden Bilder gesehen. Die Roxy hat doch auch noch nicht geknutscht. Das ist Grenzüberschreitung. Sie hat ja nur hier auf dem Sewange doch weggezogen. Dann die gleiche Szene wie du auch bei Temptation, verstehst du? Das war eigentlich das Schlimmste. Die Sportszene, dass die von Kelvin geklaut hat und nachgemacht. Das war eigentlich wirklich... Verrat. Das absolut ist schon ein No-Go. Aber der Willi hat ja auch ein bisschen eine andere Toleranzgrenze. Mein Go hast du. Dein Segen habe ich. Mein Segen hast du. Der kann jetzt noch mal voll auffahren, der Kelvin. So, man denkt, oh ja, man geht so locker rein, alles easy. Ich habe meine Hand für den ins Feuer. Ja. War das so eine Gesprächssituation, die Julia und Steffi schon mal hatten, die wir nicht mitbekommen haben, wo das Grundlegende gefallen ist, was Julias ganzes Mindset verändert hat. Das stelle ich mir auch so vor, dass sie im Bett waren und so drüber geredet haben. Den Gedanken zu haben, dass du deinen Partner gerade verlierst, den du liebst. Und das halt nicht klären kannst. Das ist halt die Scheiße an der Sendung. Und das macht die natürlich auch so spannend, dass man halt nicht ein Problem direkt ansprechen kann und das Wichtigste tun kann, nämlich kommunizieren. Geht einfach gerade nicht. Ist es nicht auch Schwäche, wenn ich meinen Partner in Frage stelle? Vielleicht auch, ja. Julia wollte, glaube ich, diese sensible Seite gar nicht zeigen. Die kam echt als taffe Lady, die in ihrer Küche raucht. So habe ich sie in Erinnerung, als sie reinkam in die Sendung. Temptation Island VIP Psychologie Camp. Krasse Scheiße. Und mir relativ egal, YouTube-Kanal Psychologie, Hobbypsychologin.
Bin nur mal gespannt, wie der das alles der Julia erklärt. Weil die wird bestimmt vor laufender Kamera nicht so reagieren, wie wenn es zu Hause ist. Zu Hause? Ich glaube gar nicht, dass sie so anders ist. Aber die Julia verstellt sich vor der Kamera kaum. Allein, dass sie eine nach der anderen quarzt, so dass, wenn sie sich verstellen wollen würde und anders präsentieren wollen würde, dann hätte sie da vielleicht auch gesagt, so, jetzt rauche ich mal keine, oder? Aber ich habe das Gefühl, die verstellt sich null. Da wäre ich ja am liebsten 2-3 Monate, oder? Der will die nächste Staffel auch noch hier bleiben. Ja, ist so. Dem Ludwig geht's halt gut, lass den doch. Jetzt geht's wieder auf ein Gruppendate. Moderator ist Sexy Julian. Sexy Julian. Ist das dein neuer Name? Hallo, hallo, hallo. Liebe Datepaare, herzlich willkommen zum Date. Ich mag mich. Ich mag mich. Ich glaube, der macht das schon ganz gut, ja. Er wird gecastet für den Nachfolger. In, habe ich das Gefühl. Was war das Schlimmste, was euer Partner jemals zu euch gesagt hat? Tellerglas leer. Was? Und dann haben wir uns einmal gestritten und da fiel das Wort von ihm, ich kann viele Frauen haben. Der Julian, der alte Schlawiner. Sowas ist nie wieder vorgekommen. Was ja auch zeigt, es ist gut, dass es passiert ist, weil wir das dann auch hinter uns lassen konnten. Das freut mich für euch, weil mit so jemandem, da hätte ich, nee. Was ist eure größte Angst? Dass das Tellerglas leer ist. Was? Meine Angst zu verlieren. Das meine ich doch, wollte ich sagen. Den Julian irgendwann verlieren zu können. Sie sind sich einig. Kunst ist es auch, aber jetzt werden die ganzen negativen Sachen, die kommen weg. Wascht die Begriffe ab. Waschet sie euch ab. Ja, wird schön ordentlich die Haut weggerubbelt. Dem Julian ist es so ein bisschen langweilig, glaube ich. Die Mädels sind ja ganz heiß auf uns. Wir könnten ja einen Lapdance mal kassieren. Was hältst du davon? Ich finde es eine okay Idee. Ich glaube, Steffi wird es nicht so gut finden, aber mach mal, was du nicht sein lassen kannst. Oh, hab ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Na, wenn Maria nichts dagegen hat, dann los. Die Maria, die kann sich sehr, sehr gut bewegen. Das muss man ihr lassen. Das muss man der Maria auch lassen. Das ist in allen Sendungen, in allen Trash-Sendungen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das der beste Lapdance, den ich gesehen habe. Maria, hier ein Orden, der beste Lapdance ever. On TV. All inclusive. Bei den Frauen geht's ein bisschen gediegener zur Sache. Ich finde deine Stärke sehr gut. Denn die bekommen jetzt gesagt, was es so Tolles an ihnen gibt. Aber auch zugleich deine Weiblichkeit. Der Jay, der hat schon eine kleine rosa Brille auf, oder? Ich glaube, Jay hat sich so ein ganz klitzekleines bisschen verknallt. Ja, das würde ich so unterschreiben. Sehr, sehr süß und fand's toll, dass er sowas in mir sieht. Die Roxy, die drückt sich teilweise irgendwie so weird immer aus. Ich find's toll, dass er sowas in mir sieht. Das sind eigentlich wirklich zu viele positive Eigenschaften. Mario weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Abstand, die ehrlichste Person, die ich kenne. Was sagt Julia dazu? Wow, cool. Toll. Supi, dankeschön. Toll, toll. Super, ich sehe schon strahlende Gesichter. Ich hoffe, das war eine schöne Erfahrung für euch. Ja, vielen Dank, Sexy Julian. Die Jasmin, die hat ein Gespräch mit Filippo, denn Filippo hat ein bisschen Herzschmerz. Er ist nämlich in irgendeine Person, die gar nicht dabei ist, gleich in der Villa ist, so ein bisschen verknallt. Und die Jasmin, die erklärt ihm jetzt mal, was zu tun ist. Dann gehst du da jetzt hin und sagst, jetzt schenke ich dir alle Rosen dieser Welt. Denn ich bin der neue Bachelor. Und ich werde jetzt um dich kämpfen. Und hier stehe ich. Nur, dass du Bescheid weißt, weil ich dich liebe über alles. Aber jetzt, Leute. Denkt mal drüber nach, was gerade passiert ist. Ich möchte nicht, dass er das sieht, ey. Das zerreißt ihm das Herz und mir auch. Denn die könnten ja jetzt rausschneiden. Ich liebe dich über alles. Der hat total Angst, dass ich mich irgendwo auf der ganzen Welt irgendwann mal in irgendwen verlieben könnte. Das kann passieren. In jemanden, der dein Sohn vielleicht sein könnte, oder? Ja, klar, auch. Wo die Liebe hinfällt. Jasmin so, ja klar. Ob ich mir noch meinen Alten hole. Ich will auf jeden Fall nicht, dass dem das Herz zerrissen wird da drüben. Das wird schon nicht passieren, oder? Rechne ehrlich gesagt mit dem Schlimmsten. Denn jetzt gibt es wieder ein paar Bilder beim Lagerfeuer. Ich bin hibbelig, ich komme gar nicht klar gerade. Es ist aufregend. Ich hoffe, dass Roxy auch einfach alles so im Griff hat wie ich, weißt du? Nur sie hat mein Herz. Und keine andere, ja. Gestern hast du noch gesagt, Sanja hat dein Herz und sogar deine Seele. Ich weiß, es wird keine guten Bilder heute Abend geben. Der Willi hat eine böse Vorahnung. Soll er damit recht behalten? Ich bin wirklich kurz vor dem Punkt zu sagen, ey, so, das wird mir hier alles zu viel. Ohne Spaß, das ist, fuckt mich langsam alles ab. Der Julian, der ist auch an seiner Belastungsgrenze angekommen. Ja, diese Lagerfeuermomente, die
machen einen dann doch einfach ein bisschen nervös. Zu Recht. Du bist so ein bisschen ruhig heute. Das bin ich gar nicht von dir gewohnt. Calvin bekommt als erstes Bilder zu sehen. Ich lenke mich tatsächlich viel ab auch vor dem Problem. Ich laufe da irgendwie von weg. Danach sieht's auch aus, finde ich. Damit es mir einfach besser geht. Denn Calvin ist ein Partytier. Feier viel. Hängt viel mit den Mädels rum. Zumindest weiß er das selbst auch. Also das größte Problem wäre, wenn Roxy sich verlieben würde. Das kann ja dem Calvin auf gar keinen Fall passieren, denn das, sein Herz hat nur Roxy. Sanja, die passt gerade nur drauf auf. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen will. Es gibt halt jetzt ein paar Partybilder zu sehen. Ich hoffe einfach immer noch, dass sie das ablockt und so. Er bekommt aber auch noch diese Kuss-Getränke-Übergabeszene zu sehen. Mir dauert das eigentlich viel zu lange, bis sie Nein sagt. Wenn man den Mund voll hat, wie soll man denn da Nein sagen? Weil kannst ja auch schnell. Ja, der Calvin wusste halt nicht, dass sein Getränk im Spiel war. Das ist schon real. Ich hätte gern mehr. Und das passt dem Calvin so gar nicht. Sie gerade auf dem Weg, sich zu verlieben? Das ist die richtige Frage, Angela. Ich habe keine Ahnung. Calvin, gib Roxy nicht auf. Ich weiß gerade nicht, ob Roxy noch an mich denkt. Keine Ahnung. Ja, überleg doch mal, die ist bestimmt mega verletzt. Sie auch mal in ihre Lage versetzen, wenn sie die Bilder von dir sieht. Ja klar, auf jeden Fall. Ob sie dann vielleicht denkt, Mensch, die Grenze ist schon längst überschritten. Und dann erst recht Gas gibt. Darauf hoffe ich, dass sie dem mir auch vertraut. Und sieht, dass er alles im Griff hat. Die Grenze wird nicht überschritten und dann ist das auch so. Küssen und Sex ist auf jeden Fall eine Grenze für ihn und die wird nicht überschritten. Aber halt alles, was davor passiert, ist ja... Also ich bin da eher bei Roxy. Gucken wir mal weiter und schauen uns mal an, was Julian für Bilder zu sehen bekommt. Mal einen Schritt weitergehen kann, ne? Ein bisschen Hand anlegen. Ja, hier. Das möchtest du haben. Hier vielleicht? Mhm. Hier, ne? Dieser Tier, der macht da, okay? Der hat es nicht richtig gehört und nicht richtig gesehen. Typ hat auf jeden Fall dicke Eier, dass er sich das traut. War schon sehr nah, so am Genitalbereich. Am Genitalbereich, ja. So wie damals, dass es Calvin nicht gefallen hat, dass die Genitalien so nah aneinander waren. Der denkt da, der könnte vielleicht irgendwas gehen oder die haben da irgendeine Nähe aufgebaut. Aber da glauben wir doch nicht wirklich dran. Vor 2 Tagen wäre ich noch in Tränen ausgebrochen. Aber Julian weiß, was er an seiner Steffi hat und nichts kann ihn erschüttern. Ich finde das toll, wie sie das handhabt. So. Also ich bin mega stolz auch. Ich bin auch stolz auf euch beide. Das waren aber alle Bilder, die Julian heute zu sehen bekommt. Trotzdem habe ich sie kurz gesehen. Vielen Dank. Ja, gern geschehen, kein Problem. Ich hoffe, ich bekomme keine Albträume, weil der Typ war schon ziemlich nah am Höschen. Ich denke, er wird drüber hinwegkommen. Schauen wir mal, ob Ludwig über seine Bilder hinwegkommt. Bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Experiment unserer Beziehung nicht schaden wird. Sagte er vor den Bildern. Steffi hat mal ein bisschen mit ihr über das Thema Frau gesprochen. Und wir wissen immer noch nicht, was in diesem Gespräch passiert ist. Es ist doch verrückt. Sie beginnt langsam eine Wandlung zu machen, die ich sehr, sehr gut finde. Und Ludwig sehr, sehr schlecht. Wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz hat die Julia mir erzählt, dass egal was Ludwig für eine Rechtfertigung hat, ihr Vertrauen nicht mehr so ist wie vorher. Und ja, das sind jetzt halt alles Aussagen von anderen Leuten. Allerdings kenne ich Julia gut genug, dass ich weiß, dass sie normalerweise nicht auf Tricks reinfällt. Ja, aber gleich kommen auch noch Bilder von Julia. Hab ja so ziemlich alles gesagt, sie wurde gedemütigt. Also den würde ich halt auch nicht ernst nehmen, wenn ich Ludwig wäre. Sie wurde bloßgestellt. Aber ist trotzdem nicht schön zu hören. Sorry, kann ich nichts damit anfangen. Glaube ich nicht dran. Kann auch nichts mit dem anfangen, Ludwig. Ich auch nicht. Ich weiß, dass jede Situation, die hier passiert ist, ich ihr ganz problemlos sofort erklären kann. Kannst du aber halt leider jetzt nicht, sondern erst in ein paar Tagen. Und wir gucken, was bis dahin alles noch passiert. Hast du überhaupt das Gefühl, dass du irgendwas erklären müsstest? Gute Frage. Nö, wenn man das Gesamtbild sieht, was hier passiert, dann weiß ich, dass es absolut in Ordnung ist. Außer die schneiden das halt so zurecht, dass es nach was anderem aussieht. Steh da drüber. Du weißt ganz genau, wie Fernsehen auch funktioniert. Wir haben ja Julia Bilder gezeigt, wo es so aussieht, als würde er alleine mit einer Frau im Bett schlafen. Aber Angela hat ja auch korrekterweise dazu gesagt, sie waren nicht alleine im Bett. Es scheint aber irgendwie keinen Unterschied mehr zu machen. Am Anfang hat es noch einen gemacht, aber jetzt nicht mehr für Julia. Er hat Angst, glaube ich, dass Julia aus dem Konzept gebracht wird. Ja, ich glaube, da ist es schon passiert. Es ist zu spät. Es nicht sinnvoller wäre zu sagen, hey, Moment mal, meine Beziehung ist mir wesentlich wichtiger. Und ich breche die ganze Sache ab. Gucken, ob Willi nicht gleich auch abbrechen möchte. Ich kann meiner Jasmin zu 100% vertrauen. Das ist schön. Der Einzige, der dich jetzt gerade hier im Weg steht, da bin ich. Das ist auch toll, dass er so positiv in das Lagerfeuer reingeht. Ich merke, dass ich, glaube ich, der labilere Part bin. Ne? Ja, kann man wohl so sagen. Ich möchte nicht, dass er das sieht, ey. Das zerreißt ihm das Herz und mir auch. Und das ist richtig fies. Sie haben gerade diesen Satz rausgeschnitten und nur das dem Willi gezeigt. Ein Satz.
den Zusammenhang kann ich dir nicht sagen. Das ist auch so geil. Jasmin ist extra ins Interview gegangen, damit die eben nicht das mit dem Ich liebe dich so schneiden, dass es falsch rüberkommt und Willi mega traurig sein wird. Und dann nehmen sie diesen zweiten Part, das ist einfach schon wieder Next Level, und zeigen nur das, um Willi komplett aus dem Konzept zu bringen. Das ist aber unfair. Das ist ein bisschen unfair, ja. Was zerreißt mir das Herz und ihr auch? Oh Gott, wenn er wüsste, warum er gerade weint. So unfair, so unfair, unfair, so unfair. Willi, beruhig dich. Kommt da noch mehr? Nee. Ach, nur das? Nur das, ja. Du sagst ja die ganze Zeit, du vertraust Jasmin. Ich vertraue jetzt, aber wenn die doch sowas sagt. Das ist echt richtig. Da würde bei mir auch mega Kopfkino losgehen. Wie soll ich denn jetzt schlafen? Ja? Das denke ich mir jeden Abend. Ich will einfach mal durchschlafen wieder. Du bist mega sensibel. Ja, bin ich. Ja, du hast eine Vergangenheit. Du hast ein Päckchen zu tragen. Ja. Und du hast die Frau deines Lebens gefunden. Hab ich. Die Angela, die nimmt sich nochmal den Willi zur Brust und baut den auf. Mein Herz blutet. Und er muss sich tatsächlich weiterhin gedulden, denn er bekommt nicht gesagt, was da passiert. Das ist wirklich, wirklich gemein. Das ist so gemein, das ist so gemein. Bei den Frauen ist jetzt erstmal eine kleine Party wieder angesagt. Dass wir ein bisschen was Kreatives machen könnten, das hat mich total runtergeholt. Ich, jedes Mal, wenn ich irgendein Do-it-yourself-Projekt angehe und nach 2 Minuten merke, dass ich es überhaupt nicht kann und mega wütend werde. Ich erinnere mich an die Kerzen, die ich versucht habe zu drehen, die ich mittlerweile übrigens gedreht bekommen habe. Aber zwischendurch mir ziemlich die Finger verbrannt habe. Kam Musik und das war ein cooler Moment, weil das war, fand ich sehr sexy. Mit wem tanzt sie denn da so sexuell? Mich stört, dass sie vergeben ist. Sie ist eine super attraktive Frau. Sie weiß, was sie will. Und sie will Tom. Eigentlich Ludwig in blond und jung. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe das gewisse Fingerspitzengefühl, was Frau in welcher Situation braucht. Ich frage mich, ob die sich vorher die Sprüche selber ausgedacht haben, ob die RedakteurInnen sich die ausgedacht haben und denen dann gesagt haben. Auf jeden Fall sind sie echt alle sehr lame. Ja, die ist mega geil. Hauptsache, die Stimmung ist gut, denn es wird wieder Xuffa. Voll mein Ding. Nichts Neues also. Wir hatten ja das Lagerfeuer und der Ludwig, der hat sich richtig Gedanken gemacht. Er war angreifbar. Aber nicht lange. Aber dann, wir gehen hier raus. Der hat die Mails gesehen. Da war die Julia, da war die abgeschrieben. Naja, er will ja auch nicht traurig in der Ecke sitzen. Der hat den gleichen Vorsatz wie Kelvin, ist ein Partytier. Der ist natürlich wieder voll drauf eingegangen. Ja, Julian, aber jetzt guck mal, was du gemacht hast. Ohne Hemd! Ohne Hemd! Ohne Hemd! So, der Julian, der sagt so, oh, der ist voll drauf eingegangen, der Ludwig, ist aber auch derjenige, der den noch anfeuert. Vollkommen legitim. Ach so, jetzt doch. Ich glaube, das ist auch so ein... So ein kleiner Junge manchmal, der so komplett am Rad dreht. Oh nee. Ja, das ist jetzt so. Das? Ich hatte nicht gedacht, dass wir in einer Folge, beziehungsweise ja 2 Folgen, den besten und schlechtesten Lapdance nebeneinander haben. Morgen schäme ich mich. Aber die Sarah, die weiß ja auch, dass es nicht so ihre Stärke ist. Ich kann eigentlich gar nicht tanzen und ich mache das normalerweise auch nicht. Was ist da wohl in sie gefahren? Ich schäme mich vor, ich kann das nicht. Würde ich mich auch. Das Ding ist, man muss ja nicht gut tanzen können. Wenn man irgendwie Spaß dran hat und einfach selbstbewusst dabei ist, kann das trotzdem auch gut sein. Ne? Aber wenn man das dann so halbherzig macht, dann sind die, sollte man es vielleicht gleich sein lassen. Kleiner Lapdance-Tipp von mir. Happy Birthday, Liebe. Jay. Jay hat Geburtstag. Achso, das ist der Alkohol, fließt ja schon wieder. Langsam. Jay frisst Roxy schon aus der Hand, habt ihr gesehen? Braves Kerlchen. Da waren schon so, war so ein bisschen Knistern da, ne? Ja, Schmatzen. Das wünsche ich mir Geburtstagsex von dir. Das ist, Entschuldigung. Es ist hier, die sind ja nicht mehr, wünscht dir was. Wieder mal ein paar Gelüste hochgeholt, die ich nicht hier hochholen will, eigentlich. Aber nur eigentlich. Es reizt so viel Kopfkino. Viel zu viel. Aber gut, dass die Roxy da vorgesorgt hat. Haben die das da reingeschnitten? Ist es wirklich passiert? Hat sie sich hier auf der Toilette mit etwas Vibrierendem selbst befriedigt? Ich weiß es nicht. Das, was der Kelvin nicht geschafft hat, weil er unterbrochen wurde, hat Roxy jetzt gemacht. Supi. Ich bin aufgewacht mit dem Gefühl, oh mein Gott, war das viel Alkohol gestern. So wie jeden Morgen? Dann bei dir schlafen. Dann schlafe ich auch hier. Ja, dann schlaft hier. Schlaft hier. Der Ludwig, der kann auch nicht so gut alleine schlafen, Leute. War echt eine nice Nacht. Hat Spaß gemacht. Geil. Geil, der Kelvin und die Sarina, das ist auch ein Team. Sarina, Sanja. Sind jetzt bei mir gewesen.
ich gesagt, dass ich loyal bleibe, dass wir, bevor ich nicht gesprochen habe, keine Beschlüsse ziehe. Erstmal das Gespräch, dann die Trennung. Nein, ich hoffe wirklich jetzt mal ehrlich, dass Julia und Ludwig, dass sie das wieder hinkriegen. Ich glaube, die hatten schon eine gute Beziehung. Aber für mich weiß, dass ich das Urvertrauen, was ich habe, verloren habe. Und das Urvertrauen, das ist sehr wichtig. Ich wusste aber gerade, die stärksten Frauen sind oft die, wo einen ganz weichen, sensiblen Kern tragen in sich. Da habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht, als ich Julia das erste Mal so in dem Format gesehen habe, dass er da sich vielleicht was sehr Fragiles drunter befindet. Mein Kern ist extremst weich, deswegen muss ich den auch schützen. Deswegen also die harte Schale. Ich finde, ein Mensch, der von sich weiß, dass er eigentlich so sensibel ist, muss das auch machen. Muss ich das jetzt dann auch machen? Vielleicht schon. Die Zeit vor mir war bei ihm sehr wild. Sehr, 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 sehr wild. Und da erinnert er sich vielleicht auch einmal mal wieder ein bisschen zurück. Das finde ich grenzwertig, weil ich habe gesagt, klar, feier und genieße es, zeig dich. Aber zeig dich nicht nur beim Feiern. Ja, aber die schneiden halt auch nur das Feiern rein. Temptation. 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 Zeit für neue Bilder. Seit dem letzten Lagerfeuer habe ich ein ziemliches Kopfkino, weil ich das einfach nicht deuten kann. Und diesmal kann ich den Willi auch zu 100% verstehen. Es sind schon bessere Tage als heute. Ich bin ernsthaft nervös. Und wie geht's Julia? Ich bin gerade sehr nervös. Mir ist es beim ersten Mal nicht aufgefallen, aber mittlerweile kann ich es nicht mehr weghören, dass es ist so, ich bin gerade sehr nervös. Es ist irgendwie geschnitten. Ich bin gerade sehr nervös. Nervös, als ob so Siri gesagt hätte, nervös. Ich frage mich, ob mein Mann überhaupt noch mit dabei ist. Jasmin hat nämlich noch gar keine Bilder von Willi gesehen. Ob er vielleicht abgereist ist und mich vergessen hat? Das kann gut passieren. Also Willi, ich kann dir sagen, bei den Bildern, die ich dir zeige, wirst du wahrscheinlich Tränen in den Augen haben. Aber was für Tränen? Freudentränen. Richtig, Kelvin! Nächstes Mal bitte melden. Mein Seelenverwandter, ich habe ihn schon zu 100% geliebt, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich ihn noch mehr lieben kann. Ach Willi, jetzt kann man endlich erleichtert sein, oder? Ich brauche den jetzt auch langsam echt wieder. Und ihr sollt euch auch bald wiedersehen. Sie spricht ja genau wie ich. Ihr seid ein Herz und eine Seele. Boah, geht mir gut jetzt. Mama mia. Mir auch. Echt, bin ich erleichtert. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal die ersten Bilder für dich. Schön. Auch Jasmin bekommt den Willi mal zu sehen. Die Liebe zu Jasmin ist so groß, ich kann das nicht beschreiben. Oh, es wird auch noch schöner. Jasmin ist einfach für mich die absolute, vollkommene Traumfrau. Ach, wie schön, oder? Sagt auch mehr als 1000 Worte, oder? Same. Fehlen die Worte. Ich bin so glücklich einfach. Das freut mich für die beiden wirklich sehr. Mal gucken, was der Julian so gemacht hat. So, mal jetzt an dich denken. Oh, zieh die mal ein bisschen runter jetzt. Ja, zieh. Der lässt sich ordentlich durchkneten. Finde ich natürlich nicht so cool irgendwo. Ich sag ja auch nicht zu den Jungs, ja, zieht meine Hose ruhig noch weiter runter. Aber der hat auch bis zum Genitalbereich hochgemalt. Wir haben wenig Sex und so, gell? Da kann ich offen und ehrlich sagen. So am Anfang der Beziehung hatten wir natürlich oft Sex und so. Mittlerweile ist das echt, ist echt selten geworden. Also die haben da auch das, was Finja sagt, rausgeschnitten. Also ihr Mikro nicht angemacht. Und ich glaube, sie sagt sowas wie, ja, das ist doch bei jedem so oder jeder so oder irgendwie sowas. Also ich würde jetzt mal, ich bin nicht so gut im Lippenlesen, aber das, was ich versucht habe rauszuziehen, auch von ihrer Mimik und Gestik, ist sowas wie, ja, kennt doch jeder, jede. Das hätte das aber alles zu sehr relativiert. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ein Drama und das gibt's jetzt auch. Wie er Marias Lapdance feiert. Gut, okay, ich war mir meiner Sache wohl tatsächlich zu sicher. Den Dissonant Jeffy nicht cool. Er hat seine Hände immer weggehabt, ne? Komplett. Das interessiert mich nicht. Denn sie ist nicht Julia. Wo der die Hände hat, das ist mir dann in dem Fall auch scheißegal. Das ist mir mit den Händen auch aufgefallen, aber du, wenn der Arsch im Gesicht ist, ist mir wurscht, wo die Hände sind, oder? Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Also das, was ich gesehen habe, das war der volle Schlag in die Fresse für mich. Ja, vielleicht haben die beiden halt einfach ausgemacht, dass sowas nicht geht. Es ist halt auch ein bisschen weird, weil Julian ja selbst diesen Lapdance gefordert hat. Was für Themen er anspricht vor den Frauen, so dass es auch so ein bisschen ein Stück weit mich bloßstellen. Das stimmt, das finde ich auch nicht so cool. Ich glaube, er war einfach in so einer Plauderlaune. Man ist da 2 Wochen mit so Leuten, man
vertraut denen ja auch. Es ist halt dann, man darf nicht vergessen, dass die Kameras immer mitlaufen. Ne? Es ist, wie es ist. Also ich kann es ja nicht ändern. Denn Julia bekommt keine Bilder zu sehen. Glaubst du, dir geht's besser oder Roxy? Also kann es irgendwem besser als Kelvin gehen, mal ganz ehrlich. Ich bin auch immer gut gelaunt oder versuche das alles nach hinten zu schieben. Ist so. Die Probleme irgendwie, ne? Ist sich dessen zumindest bewusst. Ich muss dir leider sagen, dass du keine Bilder heute zu sehen bekommst. Und auch nicht der Julian. Das ist miese von euch. Beide gehen leer aus. Ihr bekommt einfach heute keine Bilder zu sehen. Und da lässt sich nichts dran rütteln. Natürlich Kopfkino in meinem Kopf. Und genau das wollen die ja auch. Hat die vielleicht irgendwas zugelassen, was sie im Nachhinein bereut hat? Also in diesem Leben nicht. Ich sehe sie immer nur Party machen, feiern, Striptease hier, Lapdance da. Ja, bist wie bei dir, oder? Ich hoffe, sie sind annähernd so gut wie die von Willi. Ja, der Ludwig, der ist noch positiv gestimmt. Bin mir sicher, dass sie was gesehen hat, was nicht genau der Wahrheit entsprochen hat. Das kann der Willi so nicht stehen lassen. Was, du lieferst aber auch Bilder, da kann man ja auch denken, Ludwig. Er muss sich auch immer einmischen, oder? Ja, das ist deine Meinung. Und die ist auch wichtig hier gerade. Ludwig ist, Lustwig. Der alte Lustwig. Als er Lapdance über sich ergehen, dann lässt er also Bauchnabel, lässt er sich da schlürfen. Kelvin und Julian sind auch nur wie so zwei kleine Jungs in der Klasse. Jetzt kriegt er Anschluss von der Lehrerin. Ludwig, die Bilder sprechen. Ja, dann lass doch mal ein Bild sehen, wo ich hier da gibt es aber ganze Sendungen von. Dass der Willi sich da auch immer einmischen muss und nicht verstehen kann, dass der Ludwig und Julia einfach andere Sachen abgemacht haben, ne? Wenn man seine Frau liefert man nicht solche Bilder. Ja, es gibt aber halt auch Beziehungen, die anders funktionieren. Also, er lacht alles weg. Alles so in Ordnung. Das hat gar nichts mit Weglachen zu tun. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Ansichten, die wir da haben. Sehr professionell von Ludwig. Ich kann mir das Gelaber auch nicht mehr anhören. Meine Toleranzgrenze, unsere Toleranzgrenze ist so. Und es ist halt schade, dass leider der Willi recht bekommt, dass dieses mit der Toleranzgrenze und dem, was sie ausgemacht haben, einfach nicht am Ende funktioniert hat, weil die Regeln geändert wurden irgendwie. Natürlich kann jetzt jemand einen Ausschnitt nur davon nehmen, wenn das jetzt Julia so präsentiert wird, sie dann treffen würde. Das Ding ist gar nicht, dass die Ausschnitte das wirklich Schlimme sind, sondern die Gespräche, die Julia hatte. Ich muss einiges sacken lassen, aber eins, was ich weiß. Dass sie sehr verletzt ist und ihr Urvertrauen verloren hat. Aber ist ja alles normal. Ach, Willi, komm, jetzt kann man es auch mal ein bisschen zurückziehen, oder? Du siehst doch, Julia weint. Für Ludwig ist es auch nicht einfach, da muss man jetzt nicht noch oben drauf dreschen. Habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Definitiv. Ich hätte diese Reaktion von ihr nicht erwartet. Ich habe gerade zum ersten Mal auf Julian geachtet in dem Bild, der einfach nur so da sitzt. Ich finde, es war noch wesentlich schlimmer, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Tja, der wird irgendwie echt richtig hart angenommen. Vielleicht hat sich tatsächlich was in ihrer Grundeinstellung verändert. Danke, Steffi. Ludwig ist einfach am Arsch nach dem Lagerfeuer, aber er hat es auch nicht anders verdient. Also, come on, Julian, du bist derjenige, der das auch immer befeuert. Heute hat der Typ endlich mal gecheckt, was für eine Scheiße er hier die ganze Zeit baut. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so fair ihm gegenüber. Ich will mir jetzt erstmal ein paar Stunden Gedanken über dieses Lagerfeuer machen. Die Zeit, die nimmst du dir auch. Wenn ich mir heute was wünschen könnte, dann, dass ich heute bei Roxy schlafe. Der Wunsch sei erfüllt. Sie hat immer wieder so einen Blick, als ob ihr irgendwas auf den Lippen liegt. Sie lässt bisher aber noch nichts davon hören. Was möchte Roxy wohl sagen? Egal was es ist, sie kann es auch mit ihren Augen sagen. Ich kann mich jetzt auch mal von ihm in den Arm nehmen lassen, wenn er neben mir schläft. Mhm. Sie sagt jetzt auch, ich lasse jetzt hier, die Gates are open. Come on in. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich seine Hand halte und der Nacht. Macht ja Kelvin auch. Der hat nämlich auch die Nacht mit Sanja verbracht. Sanja will es wissen auf jeden Fall. Naja, die geht ran, die ist Angriffsfreude. 1A-Verführerin. Nice. Hat RTL echt gut gemacht. TV Now, wer auch immer dafür zuständig war. Was wird eigentlich passieren, wenn ich dich jetzt küssen will? Rambazamba. Ja. Muss man jetzt mal gucken, ob die Kamera läuft. Ich würde einfach irgendwie das machen, worauf ich Bock habe, irgendwie, wie immer. Also nichts Neues. Keine Ahnung, was so geht, weiß ich noch nicht. Da bleiben wir gespannt. Ich bin immer Schmetterling im Bauch, wenn ich ihn sehe. Bei Sanja kribbelt's. Ja, du bist anders wie der andere. Der Satz hat gesessen. Das ist so süß. Der Kevin ist auch ein Süßer, oder? Ja, ich wollte mal ein bisschen auf Romantik machen mit Sanja. Ich harmoniere halt super mit ihr. Die ist halt mega. Sanja, Beste. Sanja, Beste. Wie es mit den beiden weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen hoch zu geben und mir gerne zu schreiben, was ihr denkt, wer am Ende noch zusammenbleibt oder nicht. Nächste Woche Sonntag gibt's das große Finale. Bis dahin. Tschüss.